Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3 mit dem lieben Ego, der jetzt episch versagen wird. Ich hab nichts zum Nutzen, ne? Ich kann mir einen Froschanzug nehmen, aber das ist einfach wasted. Das ist übel wasted. Außer du kannst mit dem Froschanzug den großen Fisch fressen. Nein, kann ich leider nicht. Ich könnte im Wasser schön wegschwimmen, weil das hilft mir scheiß. Das stimmt, weil hier überall Blöcke sind und im Gegensatz zum Fisch kannst du nicht. Wow! Kannst du nicht durchschwimmen. Ich bin einfach nur boosted. Ey, da oben ist da oben was drin. Und nimmt in den Block. Gut, bringt dir nichts gegen den Fisch. Aber. Weil der Insta-Death ist, aber. Ja, toll. Egal. Wow. Ja, easy. Ich dachte mir einfach nur so: Fisch, du bist es. Nein! Wow, er kommt nie aus dem Wasser, aber dann. Panik! Da ist der Spam einfach strong. Ja, leck mich, du kleiner Kack-Arschfisch. Ganz ehrlich, so, deine Mutter, ne? Stelle. Die ist Mutter Mülltonne. Was? Kommst du da oben rauf? Ja. Okay, da habe ich die Stelle nur blöd gemacht. Wow, cool, da war das Level-Ende. Cool. Du warst gut. Du warst ziemlich gut, muss ich sagen. Respekt. Aber am Ende warst du doch nur scheiße. Ja, ist so. Das Endresultat zählt und das war einfach nur quälte Scheiße. In Sahne. Ich weiß, will gerade nicht sagen, aber irgendwie. Robst du den ganz schön, ne? Weißt, wenn man einfach OP ist, braucht man sich nicht wundern, wenn man gefokust wird. Ist so. Der Fokus ist einfach mal strong auf dir. Kann man die? Ja, ich glaube, du kannst, aber du musst nur treffen. Weißt du, fick dich, Fisch. Pass auf, der kommt direkt am Anfang, glaube ich, nochmal, ne? Oder? Und doch nicht. Boah, jetzt dieser Sprung, wenn du nicht schaffst, ne? Nice! Level up. Also Leben. Aber wenn ich nicht diesen scheiß Pilz bekommen hätte, hätte ich jetzt 9 Leben. Ja. Ist egal, Burg. Wenn die Burg geschafft ist, ist einfach mal. Ja, dann ist ja schon mal ein bisschen GG. Ich nehme einfach mal verdammten Froschanzug, ganz ehrlich. Ja, den müssen wir einfach schaffen. Und, so cool. Ach, warte, auf, sieht so schön aus wie die Pimmel da unten. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber wir jetzt einfach jedes Mal sehen. Aber du bist halt mega anders mit dem Laufen unterwegs, ne? Ach, Quatsch. Ja, das war mir klar, das war mir so klar. Was war überhaupt nicht, ne? Bootet oder sowas. Ist eine Wasserburg, ist eine Wasserburg, Becky. Ja, das war die falsche Tür, das ist mir egal. Oh! Ist eine Wasserburg, ist eine Wasserburg. So, ja, jetzt musst du die richtige Tür finden. Ja, das ist ja jetzt nicht so schwer, ne? Ich meine, ich habe 3 Minuten Zeit, sogar. Ey, nimm mal die, nicht die, nimm mal die, die nächste. Ja, das ist einfach wieder, die ich sehe. Hey, hey, komm hier rein. Okay, noch eine später. Ja, werden wir sehen. Wenn ich sie hochkomme, dann ist vielleicht schon gegen. Nein, das schaffst du nicht, vergiss es. Ich glaube, du musst nach links. Die Röhre jetzt. Ich glaube, du musst nach links schwimmen. Ah, da ist auch eine Röhre. Ach so, das ist nicht sicher, dass das die ist. Ist da was drin? Ach, guck mal eben. Oh, jetzt. Schwimmen wir dagegen! Oh, eine Feder! Nice. Ich glaube, du musst eine später reingehen. Hm. Ich glaube da. Nee, ich gehe noch weiter. Nee, nein, 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 geh, vertrau mir. Die Macht ist stark in mir. Ja, ist halt, ne? Da ist ein Leben drin. Ganz links antippen.
Okay, das Leben kriegst du nicht. Ist mir egal. War eh eine Kacktür von dir, ganz ehrlich. Ich wollte dir ein Leben besorgen. Ja, wow. Wie er drauf ist. War eh eine Kacktür von dir. Da sind zwischen den zwei Säulen. Das war schon sehr auffällig, oder? Nein, na, ist mir egal. Die letzte ist es nie. Die zwischen den zwei Säulen war schon mega auffällig. Ja. Stimme ich da ausnahmsweise mal zu? Nope. War aber gefüllte Scheiße mit Erdbeeren. Übrigens, hier drin wird die Zeit knapp, ne? Hä? Die Zeit wird knapp, ne? Ja, 3 Minuten noch, alles gut. Das sind keine Sekunden, oder? Doch, das sind Sekunden. Ja, ist mir egal. Ich geh jetzt einfach hinten nach vorne durch, weil das ist einfach... Da waren wir gerade. So. Nope, aber du kannst dir nochmal die Feder holen, wenn du willst. Ja, egal, Bock. Du wirst noch oft genug Zeit haben wahrscheinlich. Keine Zeit für Feder, ich muss das Level schaffen. Es wird also noch eine da vorne. So. Hier, die hier hat also als nächstes. Okay, schauen wir mal. Ja. Die vor dem zweiten Womp auf jeden Fall. Ja. Und da bist du schon beim Boss. Oh, war das einfach. Das einfachste von allen bis jetzt. Hättest du die Feder holen, sondern hättest du das nächste Level mit einer Feder starten. Ups. Wow. Wow. Nein, ich fasse wow. nicht. Ist das selten dämlich blöde wow. Kack. Arsch. Wow. Ich war verwirrt, weil er plötzlich Flügel hat. Ich dachte mir so, fuck, hat er Sommerflügel? Scheiße, wow. egal. Luigi war sehr erfolgreich in diesem Run bis jetzt. Er hat einen Pilz ausgemacht. Oh, ich würde sagen, es geht. Ne? Ist halt auch schon eine Leistung, ne? Ich sag nur, der Frosch Mario hätte sich gelohnt. Ja, mega. Oh, die Hex hier, ne? Wie er sie beide abhält. Ne, ich glaube, das ist die. Oh, doch, die? Gut. Alter, du hast beim letzten Mal gespielt. Was ist falsch mit dir? Ich hätte jetzt bis zum nächsten Womp gelaufen, hätte dann geblockt. Wir brauchen ungefähr 18 Spiels. Was? Der ist instant down. Ey, Feuerblume ist ja einfach mal überhaupt nicht überreden. Feuerblume, Motherfucker. Ja, komm, leck mich. Bam! Jetzt kann er sich das Karten ausholen, der Penner. Beide sogar. Aber die holst du dir nicht mit 2 Leben, bitte. Obwohl, wenn du dann Game Over gehst, können wir sie nochmal holen, oder? Natürlich. Ich weiß aber nicht, ob du deinen Hammer dafür verschwenden solltest. Nein, mein eh nicht. Ich nehme das hier. Für das unten, meine ich. Ja, du schaffst es sowieso nicht, also. Ich habe nur darauf geachtet, was ich habe, also von daher. Ja, Blume. Na! Ja, ich glaube, das liegt aber auch am Lag, weil normalerweise machst du es genau dann, wenn das Ding in der Mitte ist, ne? Ja, aber das hast du genau da gemacht, als die Blume in der Mitte war. Nee, aber ganz ehrlich, bei mir waren Pilze in der Nähe, also in der Mitte. Okay, komm jetzt irgendwo mal hin. Gibt's hier 2 Burgen? Ja, ich glaube ja. Ja, ich glaube ja. Es gibt hier 2 Burgen. Doch, genau, und dann schaltet man das Boot vor und kann dann nach rechts rüberfahren komplett. Und rechts ist dann irgendwo das Schloss. Und hier zwischen ist halt auch nochmal so eine Doppelpilz und so ein Schmarrn. Also voll ja, geil. Ja. Da kann man theoretisch voll auf Game Over gehen und sich voll ausstatten. Ist so. Ja. Vielleicht machen wir das. Damit wir nicht so abfacken. Ja, ich glaube, die vierte Welt ist besser. Ich wollte gerade sagen. Ja. Denn unten sieht so ein Wasserlevel aus. Ja! Ein Level! So normales! Das ist alles an Wasser! Diese Pfütze! Nice! Kannst gerne mal bleiben, ganz ehrlich. Ducken? Oh. Ich hab mich geduckt, aber er ist nach links gelaufen. Ich dachte so, hä? Rutschen! Willst du mich verarschen? Achso, ich dachte schon. Hoch! Ja, natürlich, genau dann. Hä? Bist du behindert? Ob du behindert bist, hab ich gefragt. Wow! Hat dich der getroffen? Ich weiß es nicht. Ja, weil die Dinger machen, glaube ich, nichts. Ich weiß nicht, was sie machen, aber machen nichts Schlimmes. Wow, Alter! Was hast du für Dodging-Skills? Zu gute auf jeden Fall, zu gute. Wie sie sehen? Sehen sie nichts. Glaubt, was passiert, wenn du die alle einsammelst? Irgendwas Cooles war das, ob das ein Leben. Ah, hat sich voll gelohnt, das Ding überhaupt zu kreieren. Ich
verstehe auch nicht, warum du die einsammelst. Du gehst sowieso gern over, bevor du 100 Münzen hast. Was? Warum? Warum, Ego? Warum? Ich hab gedacht, Alter, da kannst du einfach straight durchlaufen, weil das ist einfach nur alles in einer Lücke. Und dann kannst du drüber laufen, wenn du schnell genug bist, aber... Na gut, die gewonnen so... Wie verräumt so gewonnen, so... Verkloppen. Weiß ich nicht, was ich meine. Feder oder Blume? Feder natürlich. Ich tendiere immer zu Feder. Vor allem, da du hier gleich Anlauf nehmen kannst irgendwo. Also jetzt nicht unbedingt. Aber wahrscheinlich jetzt, wenn du wieder runterrennst. Maybe. Fick dich, Lakito. Los. Du hängst voll fest, ey. Oh, fuck this, was? Was tust du? Ich wollte mir einen Stern holen. Das habe ich auch gemacht. Ja, aber nur aus der Feder dabei verloren ist alles gegeben. Weiß ich nicht, was mehr wert ist, wenn ich später Arschvorleben hast. Ich meine, du wirst jetzt Game Over gehen. Dadurch können, ja, also. Dadurch kann ich mir das Kartenhaus holen und das Haus da oben, theoretisch. Ja. Also das ist schon, schon ich weiß nicht, ob die Feder, ob der Stern, wenn ich jetzt, wenn ich noch zwei Welten schaffen würde, hätte ich 5 Leben dadurch, weißt? Oder wenn du eine Welt schaffst und ich dir den Stern klaue. Das stimmt. Okay, soll ich das Ding direkt aufmachen? Dann sperren wir uns um die Burg, aber eigentlich ist es... Also der Typ da oben hat auf jeden Fall Hammer. Den muss er haben. Nee, komm, mach das Level. Das sind 2 Level, ne? Mindestens. Ja, egal. Du wirst jetzt sowieso... Nee, das passt schon. Das kürzt man nicht so ab. Okay, das ist ein Scrolling-Level. Ich wusste, dass er da ist, egal. Ja, geil, ne? Die in die falsche Richtung gehen, ist echt, die sind richtig räudig. Wow, vielleicht reicht's doch noch für die 100 Münzen fürs Leben. Meinst? Nee. Ich glaube nicht. Dafür hättest du's. Ja, ist egal. Du springst jetzt auf den drauf, holst dir in der Luft in den Ding und springst zurück. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Oh, fuck. Den Schmuck so... Kifft ihr? Gut. Ich hätte viel früher zurücklegen müssen. Viel früher. Gut, egal. Game over. Das sind Häuser für dich jetzt, GG. Ja, jetzt hole ich mir erstmal alles. 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 So, meine Freunde, ihr könnt jetzt 5 Minuten zusehen, wie ich mir nur Bonus-Scheiße hole. Ja gut, das ist ein Kartenhaus, ein Froschanzug und ein irgendwas hier, ne? Also. Blümchen. Die bringt mir im nächsten Level gleich mal gar nichts. Hätte ich jetzt meine Feder noch? Ja, ist so. So, jetzt brauche ich unbedingt Leben. Also jetzt ist es wichtig, dass ich gut bin. Ne, Stern. Ja, stimmt. Leckt auch gewaltig, muss ich ihm. Schau, hast recht, das ist wirklich. Als ich bei dir zugesehen habe, habe ich das Gefühl, es ging irgendwie einfacher, aber. Ist hardcore. So, und jetzt nochmal einen Froschanzug, von denen ich ja erst 3 habe. Ich habe auch überlegt, dass, wenn wir in den Häusern sind, in den Kartenhäusern, dass jeweils andere ansagt, aber bis das bei einem angekommen ist, so zeitmäßig, ne? Und man dann drückt, ist es eh schon zu spät. Du es gesagt hast, dass ich drücken soll. Ja, bis ich es gesagt habe, du reagiert hast, du gedrückt hast, ist es, ne, schon das, ne, 3 Symbole weiter. Brauche ich eh nicht. Natürlich nicht. Ja, ich falle sowieso runter. Ja, warum auch dann? Ist doch dann, ne? Mit Ansage. Powerflügel? Aber wenn wir die Welt danach nicht schaffen, dann ist der wasted. Das ist so bitter. Ich wollte gerade sagen, nein, Quatsch, mach mir nicht.
Das dauert viel länger, da durchzugehen. Eh nicht. Ich meine, vielleicht doch, aber... Hast du irgendwas, was dir Sinn macht? Nee. Nein. Hast du noch eine Feder? Nein. Ich hab eine Blume. Boah, und ich hab einfach kein Skill, das ist noch viel schlimmer. Skill! Wobei, wenn ich jetzt verrecke, ist es auch nicht so schlimm, gell? Wir haben nur ein geschafftes Level. Ja, eben. Also, ne, es ist kein Drama, aber... Schön ist es auch nicht. Ne. Vor allem, wir können uns jetzt die ganze Zeit nur das Froschhaus abholen. Wolltest du eh nicht haben, ne? Ist halt... Ich habe gesehen, dass ich in die falsche Richtung angesprungen bin und da hinterher zu hechten und dann runterzufallen, ist es einfach not worth. Oh. Warum? Hätte ich links ranschmeißen müssen. Ja, rechts. Hättest du es hinschmeißen müssen. Boah, es laggt so dermaßen, ey. Was? Ach, da war nur eine Münze drin, oder? Ja. Nee. dieser Sprung ist einfach nur mega behindert. Ja, es laggt gewaltig gerade. Also wenn man sich richtig konzentriert, sieht man es auch, wie es laggt. Ich finde, da hat man lauter so kleine Ruckler drin. Vor allem das Level 5, dass wir das schaffen, bringt es irgendwie gar nicht, oder? Nee, nicht so wirklich. Ich will gar nicht wissen, wie es aussieht. Hier einmal gegen und dann hier einmal Pilz nicht holen. Weil warum auch so ein Pilz ist ja eh useless. Ja, in dem Level bist du ja schon. Ach so. Du musst es gegen den linken dann hauen, ne? Ja. Ich muss das hier machen, so. Ach ja, stimmt. Ach so ging das. Und da unten ist was drin, das weiß ich. Ja, aber da komme ich jetzt nicht mehr ran. Ja. Warum versuchst du es denn so? Ich hätte einfach drüber springen sollen. Ja, einfach drüber springen. Ich bin ja auch einfach boosted, ne? Aber total, ich hab dich voll durch alle drei Welten gezogen. Ja, ist so. Na Alter, ich hab die... Irgendeine Welt habe ich voll gut gemacht. Die zweite habe ich doch voll gut geregelt, Alter. Was tust du? Ich hasse Münzen. Ja. Ich verstehe gar nicht, wieso. Ich glaube, ich will es gar nicht. Ja, vielleicht ist ein P-Flügel drin, ne? Ey, du hast so Glück, dass du nicht weiter rechts konntest, ne? Das war aber auch meine Absicht. Ernsthaft jetzt? Ja. GG. Das ist das Beste, was du machen kannst. Einfach so weit nach rechts. Den Autoscroll einfach mal ausnutzen. Den Autoscroll ausnutzen, wenn du schon Autoscroll hast. Da wollte er zu viel, da wollte er einfach. Dreht er sich einfach nur mal um, ja. Ah. Scheißdreck. Aber das ist eine gute Technik hier. Du springst einfach rechtzeitig los, dann kannst du den Autoscroll hardcore ausnutzen. Ja. Ach, die Röhre lohnt sich deswegen, weil du nicht jedes Mal durch die ganze Welt laufen musst. Ja, stimmt. Eben. Ja. Warum? Dieser Pilz bringt hier nichts. Nichts. Ich will ihn trotzdem haben. Aber Mann. Er bringt ja gar... Doch, er hätte mir bei der Kuppe was gebracht. Ja, siehste. Aber du kommst ja gar nicht so weit. Ja, lass mich in Ruhe, darum geht's hier gar nicht. Ja, da geht's voll drum. Ach, ist das scheiße. Ja, ich höre schon wieder, das war bei mir einfach nur und dann bist du tot. Ja. Krass. Ist der gerade über die offene Brücke drüber gelaufen? Was ist denn was das für ein Hacker? Es ist ein Koopa, das ist eine Schildkröte. Schon mal überlachen, wo Schildkröten leben? Im Wasser? Ja. Also warum hat der bitte schon nicht die Berechtigung, deiner Meinung nach über Wasser zu laufen? Über Wasser zu laufen, weil er nicht Jesus ist.
komme aus Bayern, bei uns kann nur einer über Wasser laufen, das ist dann Jesus Christ. Vielleicht ist er Schamane. Oder Todesritter, weiß ja nicht. Er ist ein Hammerbruder, Mann, das ist eine Imperklasse. Ja, und wer kann Hammer benutzen? Richtig, Todesritter. So. Geklärt. Was ist falsch mit dir? Ich finde, da müssen wir natürlich nicht drüber reden, Lecky. Kannst du schauen, was unten drin ist? Oder ja, rechts? In diesem Scheißblock. Ja, ich mach's über rechts. Wenn ich überhaupt irgendwo hinkomme. Ich frag mich, ob der Froschanzug hier in dem Level gut wäre. Mit dem kannst du auch weiter springen. Ja, mit dem kannst du dich vor allem nicht bewegen. Nicht? Mit dem bist du arschlarm, du kannst kriegen. Du kommst gegen den Autoscroll 0 an. Du läufst ja nicht, du hoppst ja. Und dann hast du so einen kurzen Lay und hoppst wieder. Das ist einfach. Das ist toxisch. So, jetzt hole ich mir aber das mal hier. So. Gott, Blicky, was ist los mit dir? Wieso? Ist gelernt. Voll. Ohne Scheiß, stell dir vor, du bist dieser Cooper und bist einfach nur zu verdammt, für immer dagegen zu knallen. Na gut, so geil ist das jetzt nicht, ne? Ja, aber stell dir vor... Du wirst das von Anfang an auch noch kriegen, ne? Stell dir vor, du hättest deine Feder von dem ersten Pilz. Ja, das wäre dann schon wieder geil, aber... Ah, ja, weiß ich nicht. Tja, ist halt schwer hinzukommen. Ja. Aber ich habe jetzt einen Pilz und dieser Cooper kann mich jetzt treffen. Sollte aber trotzdem nicht. Willst du mich verarschen? Easy! So, du musst jetzt das nächste Level schaffen. Da muss ich dir dein Ding klauen. Ja. Und ja. Oh, Karten. Aber was war das nochmal? Das war das Kartending. Ich schreibe übrigens mit. Du holst dir das. Du kannst eh nicht anders, glaube ich. Du musst da eh vorbei. Ich wollte gerade sagen. Wie viele sind's? Ah, warte, lass mich kurz notieren. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alles klar. Kannst du jetzt öffnen? Nehmen wir die Nummer 1 und die Nummer 4. Pilz und Blume, warte. Pilz, das vierte war Blume, ne? Ja. Soll ich von oben nach unten durchmachen oder soll ich quer? Ist scheißegal eigentlich. Blume ist das vierte, das weißt du ja genau. Hab ich jetzt. Easy. Okay. 20 Münzen. 20 Münzen. 10 Münzen. 10 Münzen. Okay. Das Problem jetzt, selbst wenn ich das Level jetzt schaffe, wenn du durch Game Over bist, ist halt eine Mega. Ja, aber wenn du das Level schaffst, dann kriege ich mindestens ein Leben. Ja, stimmt. Oh Gott, das fliegt so Mist und wirft irgendwas nach mir. Ja. Einfach rennen. Hier möchte ich, oh Gott, nicht her. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Ich darf hier nicht durch. Was soll denn der Schmarrn? Ich konnte nicht früher springen. Ging nicht. Kacke. So, jetzt werde ich noch schnell sterben und dann beenden wir den Part. Jo. Mario, das ist so geil aus. Mario, 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 überall. Nicht einmal Luigi. Nicht einmal. Okay, Leute, das war's von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es sind nur zwei Level, es ist nicht so schlimm. Ja, stimmt. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht, es sind nur zwei Level. Ist trotzdem ärgerlich, Mann. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall soweit gefallen und wir sehen uns dann... Ja. Beim nächsten Mal. Wir haben am Anfang immer... Also, ich würde sagen, dieses Lebensding, das hebt sich der auf, der das erste Level schafft. Was für ein Lebensding? Dieses Roulette da mit diesem, was wir jetzt wieder machen könnten. Links neben der Burg. Achso, ja. Das heben wir uns einfach auf, kurz bevor einer Game Over geht, damit der sich eventuell Leben holen kann. Es macht jetzt keinen Sinn, das zu gieren. Null.
Mal genau. Ganz abgesehen davon, das kriegen wir eh nicht gebacken. Also sind wir jetzt blöd für. Gut, meine Freunde, dann war's das von. Speichern mal bitte ab. Dann war's das von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky. Und Ego. Ciao, ciao.